Ich möchte heute gerne genauer mit Ihnen die sieben Worte Jesu am Kreuz betrachten. Heute möchte ich gerne auf alle schauen. Und zwar einfach deshalb, ich sage das immer, wenn wir Kommunionkindergruppen hier haben, schauen wir ganz oft auch den Kommunionkindern natürlich dann das letzte Abendmahl an. Weil das ja gerade das ist, worauf die Kommunionkinder sich vorbereiten, auch an der Eucharistie teilhaben zu können. Und etwas, was immer sehr hilft, um das gut zu verstehen, ist diese einfache Frage: Stell dir vor, du wüsstest, dass du morgen sterben würdest, frage ich die Kinder. Nur vorstellen. Was würdest du heute noch machen wollen? Ganz oft kommt dann bei den Kindern, ich würde noch mit meiner Familie zusammen sein wollen. Oder ich möchte mit meinen Freunden noch was zusammen machen. Oder ich würde allen nochmal sagen, dass ich sie lieb habe. Oder ich würde nochmal allen ein Geschenk machen, dass sie sich an mich erinnern. Und dann schauen wir auf das, was Jesus getan hat. Und wir sehen ja, Jesus wusste, dass er am nächsten Tag sterben würde. Der hat das gemacht, was ihm am wichtigsten war. Was ja deshalb auch für uns ganz besonders wichtig ist. Er hat die Eucharistie gestiftet und geschenkt. Etwas, wo er weiterhin unter uns gegenwärtig sein kann. Und er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat dieses geschwisterliche Miteinander, den Dienst aneinander begründet in seinem eigenen Vorbild. Wollte, dass auch wir so zueinander sind. Ich habe mir jetzt gedacht, wenn wir so auf Jesus am Kreuz schauen, was wir in dieser Zeit ja besonders intensiv tun, dann lohnt es sich vielleicht auch, quasi von diesem Blickpunkt aus einmal auf die letzten sieben Worte Jesu am Kreuz zu schauen. Denn Jesus hat ja sein Leben hingegeben. Das heißt in der Bibel, niemand konnte es ihm nehmen. Er hat es freiwillig hingegeben. Es war also ein bewusstes Sterben und somit auch bewusste Worte, die er gesprochen hat. Keine Ahnung, wie es mir gehen wird, wenn ich sterbe. Vielleicht sage ich dann im Delirium irgendwelche ganz komischen Sachen. Aber bei Jesus war das nichts, es war bewusst, was er gesprochen hat. Und ich glaube, es tut gut, wenn wir da einmal auch im Ganzen draufschauen. Eigentlich können wir daran auch ganz gut sehen, wie unser Leben als Christ eigentlich vom Anfang bis zum Ende geht. Es beginnt mit dem ersten Wort Jesu am Kreuz, wo er betet für alle Umstehenden, auch für uns heute noch mitbetet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das erste ist das Gebet Jesu. Das ist auch das Erste in unserem christlichen Leben. Das Erste ist quasi das Gebet Jesu für uns. Man könnte auch sagen, die Gnade Gottes, die kommt uns entgegen, die eilt uns voraus. Gott macht den ersten Schritt auf uns zu. Das ist in jedem von unserem Leben so gewesen. Egal, ob sie schon gleich als Baby getauft wurden oder erst als Erwachsene. Der Anstoß davon geht von Gott aus. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns dessen immer wieder bewusst sind. Ja, das Gebet Jesu für uns, dieses von ihm zum Vater gebracht zu werden, ist der Anfang eines jeden Christenlebens, noch bevor wir sogar auch nur geboren sind oder getauft wurden. Das zweite Wort Jesu, das ist, wo der Schächer am Kreuz sich an Jesus wendet und ihn bittet, seiner zu gedenken, wenn er in sein Reich kommt. Und Jesus versichert ihm dann heute noch: Wirst du mit mir im Paradiese sein? Also ein wichtiger Schritt ist, und das ist jetzt unser erster Schritt quasi auf diesem Weg des Christen, dass wir uns bewusst Jesus zuwenden, dass wir uns selbst als Sünder erkennen und gerade in dem, wie wir sind, wer wir sind, zu Jesus kommen, voll Vertrauen, uns an ihn wenden, uns ihm zuwenden, in eine Freundschaft mit Jesus starten. Ganz auf sein Erbarmen vertrauend. Und ja, diese Hoffnung wird nicht enttäuscht, haben wir beim letzten Mal gesehen. Also, die Gnade Gottes geht uns voraus, aber es braucht dann auch unseren Schritt, bewusst auf Gott zuzugehen. Damit beginnt quasi von unserer Seite aus, unsere Beziehung zu Gott im Sinne einer persönlichen Beziehung, einer wirklichen Freundschaft. Aber das ist jetzt keine exklusive Beziehung, also nur Jesus und ich und sonst niemand, sondern da kommt das dritte Wort Jesu am Kreuz ins Spiel, wo Jesus zu Maria und Johannes, die unterm Kreuz stehen, sich an sie wendet und
Zu Maria sagt, Frau, siehe dein Sohn, und zu Johannes, siehe deine Mutter. Als Christ zu leben ist nicht eine Sache nur für mich oder etwas, was ich alleine kann oder tun soll, sondern es ist in eine Gemeinschaft eingebettet. Maria ist auch Urbild der Kirche. Wenn also jetzt hier Jesus seiner Mutter, den Jünger, anvertraut, dann ist es etwas, was auch für uns heute gilt. Wir sind Maria anvertraut, wir sind der Kirche anvertraut. Und ja, auch wir sollen, Johannes soll Maria zu sich nehmen, auch wir sollen wirklich bewusst Teil dieser Kirche werden. Also wir sind hineingestellt in unsere Beziehung mit Jesus, sind wir hineingestellt in die Gemeinschaft der Gläubigen, in die Gemeinschaft der Kirche. Das ist ein ganz wichtiger Schritt auf unserem Glaubensweg. Nicht alleine glauben, sondern sich einfügen lassen in den Leib Christi. Teil von dieser großen Gemeinschaft zu werden, deren Haupt Jesus ist. Nun könnte man denken, damit haben wir es ja schon geschafft. Dann sind wir Teil der Kirche, wir werden im Paradies sein. Wunderbar, bloß das Paradies beginnt nicht schon auf dieser Erde. Also wir sind nicht nur, weil wir schon in einer persönlichen Beziehung mit Jesus leben und Teil der Kirche sind, erleben wir hier auf Erden dauerhaft die beseligende Schau Gottes. Nein, im Gegenteil. Oft geht es uns dann so, wie Jesus mit seinem vierten Wort am Kreuz, der mit und für uns betet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, das kennt fast jeder von uns, wenn wir dann ernst machen mit dem Glauben, wenn wir uns einsetzen für die Kirche, dann wird nicht nur alles in unserem privaten Umfeld auf einmal viel besser. Manchmal passieren auch Sachen, vielleicht verliert man den Job oder man bekommt auf einmal Streit mit anderen Leuten, man wird verachtet. Manchmal sind das so Sachen, da drängen sich so Gedanken auf, wo man sich dann denkt, ja, Jesus, jetzt glaube ich an dich, jetzt gehe ich in die Kirche, jetzt setze ich mich ein. Warum passiert mir das denn jetzt auf einmal? Also ich möchte halt eigentlich ganz für dich leben und auf einmal wird alles viel schwieriger. Von außen her gesehen. Warum? Früher war auch schon manches schwierig, aber jetzt kommt es einem manchmal so vor, als würde ja Gott einen wirklich verlassen. Man möchte sich ihm zuwenden und gerade jetzt ist man auf einmal ganz aufgeschmissen. Ja, das gibt es, das passiert. Dass wir an Christus glauben, heißt eben noch nicht, dass wir schon im Himmel sind, sondern wir sind auf dem Weg dahin. Und wie Jesus geht auch unser Weg durch Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Tatsächlich sehen wir das bei verschiedenen Heiligen. Zum Beispiel die Therese von Lisieux hat im Karmel eine sehr intensive und ja recht lange Zeit, tatsächlich bis zu ihrem Tod erlebt, wo sie nicht mehr glauben konnte an Gott. Sie hat die Leugnung Gottes, die in ihrer Zeit sehr stark war, wirklich existenziell erfahren. Sie konnte Gott nur noch lieben, obwohl sie nicht mehr an ihn glauben konnte. Sie fühlte sich von Gott völlig verlassen. Das ist also nicht etwas, wo wir jetzt denken müssen, Hilfe, ich bin ganz falsch. Nein, im Gegenteil. Wir erleben das, was Jesus auch erlebt hat. Oder auch Mutter Teresa, die ja wirklich sich auf hervorragende Weise eingesetzt hat für Jesus, sich da hat führen lassen, diesen neuen Orden zu gründen, damit anfängt und dann ihrem Beichtvater immer wieder mitteilen muss, sie hat nur noch Dunkelheit in sich, kein Licht mehr, keine Freude mehr. Nur noch Dunkelheit, von Gott verlassen. Jahre, Jahrzehnte lang. Sie ist eine Heilige, zu Recht. Also, ja, Christ sein, zur Kirche gehören, heißt auch das Miterleben. Wir brauchen da keine Angst vor haben, sondern wir dürfen auch da mit Jesus beten und klagen. Und vielleicht geht es uns dann auch so, wie es der Mutter Teresa gegangen ist, die zwar in dieser Dunkelheit gelebt hat, die auch ausgehalten hat, die aber auch in diesem Jesus am Kreuz, in dieser Verlassenheit, wirklich die Aufgabe ihres Lebens gefunden hat. Zu ihr hat ganz besonders das fünfte Wort Jesu am Kreuz gesprochen, wo Jesus dann ausruft, mich dürstet. Mutter Teresa hat dieses Wort meditiert, hat gemerkt, wie dieses Wort auch sie trifft, wie Jesus
sie bittet, gib mir zu trinken. Und sie hat erfahren, dieses Wort mich dürstet, das spricht Jesus vom Kreuz herab auch heute in den vielen Sterbenden, Kranken, Leidenden. Und sie wusste sich berufen, genau dort dem heute dürstenden Jesus zu trinken zu geben, durch ihre Liebe. Und damit auch dem Jesus, der am Kreuz hängt, durch ihre Liebe zu trinken zu geben. Es ist tatsächlich, wenn man so möchte, der spirituelle Motor ihrer Gemeinschaft. Das steht in jedem der Häuser der Mutter Teresa Schwester ist ein Kreuz an einer Wand und darunter stehen diese beiden Worte, mich dürstet. Das ist der Grund, warum diese Schwestern das machen. Das ist bei Mutter Teresa besonders ausgeprägt. Wir finden das aber bei vielen anderen Heiligen auch, dass gerade diese Worte sie zutiefst getroffen haben und sie gemerkt haben, dass sie berufen sind, Jesus zu dienen, im Nächsten. Also, unser Christenleben, das ist etwas, was uns nicht nur in eine Gemeinschaft eingliedert, sondern ist etwas, was uns auch davon wegführt, nur um uns selbst zu kreisen, sondern uns ganz auszurichten auf Jesus und das, was er möchte und braucht. Uns von ihm berühren zu lassen und neu auch in einen Dienst rufen zu lassen, in welcher Weise auch immer. Sei es durch einen karitativen Dienst, sei es durch einen Gebetsdienst, sei es durch einen Dienst der Verkündigung. Wenn wir aufmerksam sind, merken wir, wie diese Welt dürstet, wie Jesus in dieser Welt dürstet. Und egal wie sehr wir uns auch einsetzen, werden wir doch am Ende, oder fast am Ende besser gesagt, eigentlich nur mit Jesus sprechen können. Es ist vollbracht. Egal wie sehr wir uns einsetzen, wir werden das Werk Gottes nie vollbringen können. Jesus vollbringt dieses Werk. Das ist uns ein großer Trost. Auch gerade da, wo wir vielleicht scheitern, wo wir versagen, wo von allem, was wir mitbekommen, all unser Einsatz umsonst ist. Es ist vollbracht. Das Werk Gottes ist vollbracht in Jesus. Wir dürfen daran teilhaben, auf die Art und Weise, wie Jesus uns dazu ruft. Aber auch unser Lebenswerk wird vollbracht von Jesus und durch Jesus in uns, nicht von uns alleine. Es kann uns eine große Last von den Schultern nehmen und zugleich Gott auch ganz neue Wege in unser Leben öffnen, wenn wir nicht meinen, wir müssten alles schaffen und vollbringen, sondern wir das wirklich Jesus überlassen, dieses Es ist vollbracht auch in unser Leben hineinzusprechen. Und dann können wir einst unser Leben wie Jesus zurücklegen in die Hände des Vaters. Wirklich in diesem Gebet, in dieser Rückbindung an den Vater leben und mit ihm sprechen, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Dann erreicht unser Leben sein Ziel, wenn wir uns ganz in Gottes Hand zurücklegen können. Denn dann werden auch wir, wie Jesus, ganz von Gott in die Herrlichkeit aufgenommen werden. So können uns diese Worte Jesu am Kreuz vielleicht helfen, auch auf unserem Lebensweg als Christen, an den verschiedenen Stellen, wo wir gerade stehen, uns immer wieder ermutigen und uns immer wieder unseren Blick auf Jesus richten helfen, so dass wir wirklich ihm ganz gleichgestaltet werden. Bedenken wir das heute auch besonders, wenn wir gemeinsam den Rosenkranz beten. Da dürfen wir mit Maria auf Jesus schauen, mit ihm diesen Weg wirklich gehen und all diese Worte auch zu uns sprechen lassen.